Hallo, heute sind wir bei den Delfinen. Die grundlegende Kommunikation bei Delfinen ist sehr interessant, weil Delfine neue Laute nachahmen können. Das scheint uns jetzt nicht besonders komplex zu sein. Wir machen das andauernd, um unsere Sprache zu lernen. Zum Beispiel müssen wir natürlich Laute nachahmen können. Aber es ist eine Qualität, die man bei Säugetieren nicht so häufig findet. Wir kennen das alle von Singvögeln, die ihre Laute lernen. Und auch zum Beispiel von Papageien. Das heißt, also verschiedene Vogelarten, die da auch sehr gut drin sind. Aber bei den Säugetieren ist das sehr begrenzt. Das heißt, bei den Säugetieren gibt es natürlich den Menschen, der das kann. Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass Robben das können, dass Fledermäuse das können, Elefanten und eben auch Delfine und Wale. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Fähigkeit, weil Lernen natürlich heißt, dass man seine Kommunikation theoretisch noch komplexer machen kann. Man kann neue Laute lernen und die können dann in das Repertoire eingefügt werden und dementsprechend kann man dann über mehr Inhalte kommunizieren sozusagen. Eine der Sachen, die wir bei den großen Tümmlern gefunden haben, ist, dass die sehr früh im Leben schon einen individuellen Erkennungssinn entwickeln. Und das ist jetzt anders so als die Erkennung, die man oft kennt. Wenn ich jetzt mal ein menschliches Beispiel gebe, wenn ich jemand anderes erkenne, eine Person, die ich gut kenne, kann einfach sprechen und ich erkenne die Person an der Stimme. Und man kann auch Personen unterscheiden an den Stimmqualitäten. Und das ist natürlich eine Art und Weise, wie wir uns erkennen, aber wir haben auch noch eine zusätzliche Art und Weise und das heißt, dass wir also praktisch unsere eigenen Namen haben. Das heißt, wenn ich den Namen von jemandem kenne, dann kann ich diese Person direkt adressieren und kann dann auch die Aufmerksamkeit erregen zum Beispiel oder in Kontakt treten. Bei Tieren ist es so, dass man diese Stimmerkennung auch oft findet. Tiere können sich individuell unterscheiden und können auch oft die Stimme erkennen von den Tieren, die sie kennen. Beim großen Tümmler ist es so, dass sie zusätzlich einen Erkennungspfiff entwickeln. Und diese Erkennungspfiffe sind von Tier zu Tier unterschiedlich. Sie sind oft mit Namen verglichen worden und wir nennen diese Pfiffe Signaturpfiffe. Weil es im Grunde genommen wie eine Unterschrift ist. Das Tier ist also praktisch kennzeichnet sich selbst. Ganz anders als bei Namen ist es so, dass die Tiere diese Laute selber entwickeln. Das heißt also, in den ersten Monaten des Lebens würde ein Delfin einen eigenen Laut entwickeln, der ganz neu ist, der so in der Gruppe sonst noch nicht vorkommt. Und dann benutzt das Tier diesen Laut, um sich selbst zu identifizieren. Das ist schon mal eine interessante Beobachtung, dass die Tiere also neue Laute sozusagen erfinden. Nun kommt aber noch hinzu, ich hatte ja gesagt, dass die Tiere vokal lernen können, dass sie also Laute nachahmen können, dass dieser Laut, wenn der nun von dem einen Tier benutzt wird, auch von den anderen Zuhörern gelernt wird. Und die Zuhörer werden dann diesen Laut imitieren, um das Tier zu adressieren. Das heißt, da sieht man also diese Parallele zum menschlichen Namen, wo das Tier dann, wenn es diesen Signaturpfiff eines anderen Tieres kennt, den nachahmen kann und damit das Tier adressieren kann. Und das ist etwas, was man nur sehr selten im Tierreich gefunden hat. Da gibt es eigentlich nur ein anderes Beispiel bei den Papageien, wo das auch vorkommt. Und ansonsten gibt es dieses System eigentlich nur bei den großen Tümmlern im Tierreich. Und das ist etwas, was wir woran ich viel gearbeitet habe, was wir auch hier im Zoo viel untersucht haben. Eins der Tiere, was hier heute auch immer noch im Zoo ist, was dort sehr zu beigetragen hat, ist die Pepina. Als sie hier zuerst herkam, da hatte ich hier eine Untersuchung durchgeführt, wo wir damals die Frage gestellt hatten, ob diese Signaturpfiffe tatsächlich eigentlich Stresslaute sind oder ob die wirklich so Identifikationslaute sind. Und bis zu dem Zeitpunkt, als wir uns das angeguckt hatten, hatten Leute sich eigentlich Signaturpfiffe nur angeguckt in der Situation, wenn sie die Tiere sozusagen getrennt haben. Und zwar getrennt haben, ohne dass die Tiere eine Wahl hatten. Das heißt also, wenn zum Beispiel die abgesperrt wurden oder sowas. Und daher kam dann auf das Bedenken auf, dass das eventuell eher Stresslaute sind, dass die Tiere voneinander entfernt sind und jetzt gestresst sind. Und auch die Frage stellte sich nach wie vor, inwiefern das eigentlich ein Kontaktruf wirklich ist. Und was wir nun gemacht haben hier, die Pepina war damals noch dabei, ein anderes Tier, was wir auch hier immer noch haben, die Delphi war auch mit dabei. Und es war aber ansonsten eine andere Gruppe mit mehreren Tieren. Und ich habe mir angeguckt, inwiefern die Tiere diese Kommunikationslaute, diese Signaturpfiffe einsetzen, wenn sie sich sehen können oder sich nicht sehen können. Das heißt, ich habe also zum einen die Tiere aufgenommen, wenn sie alle zusammen hier im Becken schwimmen, im Hauptbecken vor allen Dingen, das wir hier hinter mir sehen. Und guckte dann, wie häufig die Signaturpfiffe eigentlich vorkamen. Und was ich gefunden habe, ist, dass man die fast gar nicht hört. Also, dass die Signaturpfiffe im Grunde genommen nicht auftauchen. Und das hat auch oft dazu geführt, dass Leute gezweifelt haben, ob es Signaturpfiffe überhaupt gibt. In dem Moment aber, wo eines der Tiere, sagen wir zum Beispiel die Pepina oder die Delphi, in ein anderes Becken geschwommen sind, plötzlich hörten wir die Signaturpfiffe. Und das liegt daran, dass die Tiere sich plötzlich nicht mehr sehen können. Das heißt, sie müssen jetzt also akustisch in Kontakt bleiben, um
und benutzen dann diese Kontaktlaute. Und da haben wir damals hier im Zoo Duisburg halt sehr schön zeigen können, dass tatsächlich die Tiere, auch wenn sie sich freiwillig selber voneinander entfernen und dann nur noch akustisch in Kontakt treten, können sie dann diese Kontaktpfiffe, diese Signaturpfiffe benutzen. Wenn sie aber alle zusammen in einer Gruppe schwimmen und sich sehen können und alle eigentlich dicht beieinander sind, die natürlich nicht benutzen. Und das zeigt uns natürlich ganz klar, dass es wirklich ein Kontaktpfiff ist, denn die Tiere benutzen ihn nur, wenn sie wirklich in Kontakt treten müssen, aber nicht, wenn sie alle zusammen sind. Und das ist etwas, was wir hier im Zoo Duisburg gefunden haben, was schon in den 90er Jahren veröffentlicht worden ist und ein sehr viel zitiertes Paper jetzt ist in diesem wissenschaftlichen Bereich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.